Wer ein Android-Smartphone als Smartphone benutzt, aber ein Mac als Computer, der steht häufig vor dem Problem, dass er irgendwie die Dateien von Android auf den Mac bekommen muss. Die Frage stellt sich besonders, wenn man ein Samsung-Handy benutzt, aber gleichzeitig ein MacBook, ein Mac Pro oder einen sonstigen Mac als Computer im Einsatz hat. Wie ihr eure Daten jetzt super einfach zwischen beiden Geräten synchronisieren könnt, das erfahrt ihr in diesem Video. Los geht's nach dem Intro. Das grundlegende Problem ist, dass sowohl Samsung als auch Apple beide ihre eigenen Ökosysteme haben. Und aus wirtschaftlicher Sicht will natürlich jeder von beiden sein eigenes Ökosystem möglichst weit nach vorne bringen. Das heißt aber auch, man muss sein Ökosystem möglichst weit abschotten, damit der andere einem dort nicht reingrätschen kann und vielleicht Kunden abwirbt, die nun das andere Ökosystem nutzen. Das machen sowohl Apple als auch Samsung mittlerweile ziemlich gut und darum braucht man ein paar clevere Wege, um einfach die Dateien zwischen einem Samsung-Handy und einem Mac zu kopieren. Um auf dem Mac möglichst nah an die Windows- und Android-Experience heranzukommen, gibt es die Android File Transfer App. Die App ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber immer noch ziemlich gut, wenn es darum geht, Dateien einfach zu kopieren. Denn wenn ihr euer Samsung-Smartphone an den Mac anschließt, wird es nicht wie unter Windows zum Beispiel im Datei-Explorer einfach als Wechseldatenträger angezeigt, sondern ihr könnt nicht vernünftig aufs Dateisystem zugreifen. Mit der File Transfer App, wenn ihr sie herunterladet, könnt ihr da genau das emulieren. Dadurch wirkt es, als sei das Handy wie ein USB-Stick an den Mac angeschlossen und ihr könnt die Dateien einfach aus den Ordnern hin und her kopieren. Probiert das gerne kostenlos einfach mal aus. Als Alternative dazu gibt es offiziell von Samsung die Smart Switch App. Die Smart Switch App ist von Samsung und deswegen nur für Samsung-Smartphones vorgesehen und nur mit diesen kompatibel. Ihr könnt die App kostenlos von der Samsung-Website herunterladen und installieren. Wenn ihr nun euer Samsung-Handy via USB an den Mac anschließt, dann erkennt die Smart Switch App sämtliche Dateien auf dem Samsung-Smartphone und ihr könnt diese kopieren. Seien es Bilder, seien es Videos oder sonstige Dateien, könnt ihr die Dateien einfach hin und her kopieren und auch Sicherungsbackups vom Smartphone machen. Seid euch aber gewahrt, dass das nur mit Samsung-Smartphones und nicht mit sehr alten Samsung-Smartphones funktioniert. Aber dann ist diese Option sehr schnell und sehr zuverlässig. Wenn ihr auf der Suche nach dem einfachsten und schnellsten Weg seid, dann kann ich euch Wondershare Dr. Phone ans Herz legen. Mit Dr. Phone habt ihr ein umfassendes Tool an der Hand, mit dem ihr sämtliche Problemstellungen, die in Bezug auf Handy und Computer auftreten können, im Keim ersticken. Unter anderem könnt ihr eben auch sehr einfach Dateien zwischen verschiedenen Geräten hin und her kopieren. Und dabei ist es komplett egal, was für ein Hersteller hinter dem Gerät steckt oder wie groß die Dateien sind oder wie viele Dateien ihr kopieren möchtet. Ihr könnt alles einfach hin und her kopieren. Startet dazu im Browser auf euer Mac Dr. Phone Air. Nun bekommt ihr einen QR-Code angezeigt. Den scannt ihr einfach mit der Kamera-App in eurem Handy ein. Und dann ladet ihr die Companion-App herunter. Die ist erforderlich, damit die beiden Geräte untereinander kommunizieren können. Wenn das geschehen ist, besteht automatisch eine virtuelle Verbindung, also komplett ohne Kabel. Und ihr könnt alle möglichen beliebigen Dateien kopieren. Ihr könnt vom Rechner Dateien auswählen, die aufs Handy geschickt werden sollen. Oder genauso auf dem Handy hingehen und Bilder, Videos, Musik etc. auswählen, die dann auf den Rechner transportiert werden. Das ist super einfach, super schnell und funktioniert wie gesagt für jeden beliebigen Hersteller. Das bedeutet, ihr seid überhaupt nicht an irgendeine App gebunden und auch wenn ihr euer Handy mal wechselt, ist das gar kein Problem. Wenn das allerdings alles gar nicht mehr geht, dann bleibt nur noch der gute alte Weg über Bluetooth. Bluetooth ist nun mal ein altes und sehr langsames Dateiübertragungsprotokoll und damit könnt ihr sehr geringe Datenmengen übertragen. Aber jedes MacBook hat noch Bluetooth und jedes Samsung-Handy hat noch Bluetooth. Das heißt, ihr könnt beide Geräte miteinander koppeln und Dateien kopieren. Aktiviert dazu auf beiden Geräten Bluetooth. Geht nun auf eurem Samsung-Handy zu dem Bild oder dem Song, den ihr teilen möchtet, öffnet das Teilmenü, wählt Bluetooth und nun das sich in der Nähe befindende Mac. Wenn ihr das MacBook ausgewählt habt, wird der Song Over the Air auf das MacBook übertragen. Das waren also die besten und schnellsten Wege, wie ihr Dateien zwischen einem Samsung-Handy und einem MacBook übertragen könnt. Meine Empfehlung ist Wondershare Dr. Phone, da ihr damit wirklich die volle Kontrolle über den Dateitransfer habt und nicht an irgendeine Hersteller-App gebunden seid. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kommentare habt, dann lasst sie uns mal unten in den Kommentaren wissen. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und aktiviert die kleine Glocke daneben, damit ihr nie wieder eins unserer Videos verpasst. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.